Hi meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider. In dieser Folge bauen wir endlich den Shop. Wird ja auch mal Zeit, denn wir brauchen eine Einnahmequelle. Ja, was wir noch so alles erleben und was passiert, ob alles gut läuft, seht ihr denn gleich. Bis zum nächsten Mal, eure Sandy. Ciao. Ich bin die Holztante und du bist der Cobble-King, obwohl das ja diesmal auch geshoppt. Übrigens, irgendjemand spendet mir noch Kohle. Ganz lieben Dank an denjenigen. Ich weiß gar nicht, wer das ist, weil ich sehe das ja nicht, weil ich meistens offline bin. Das ist echt cool. Ich werde immer reicher und krieg gar nichts eigentlich. Also wir verdienen ja gar nichts. Wir haben noch gar keinen Shop. Liebe nur Nadine. Den Ja, Namen. gut. Jemand Ich mitteilungsbedürftig? glaube auch. Hi und herzlich willkommen bei Tomb Raider, wieder mit dem Andi und mir. Der Andi versucht. Ich reite dich. Der Andi, der reitet gerade sein Pferd Ich ein. besteige ein Pferd. Genau, wenigstens einer, der ihn jetzt leiden kann und Herzchen zeigt. Hat er schon? Ja, es hat schon Herzchen gezeigt. Jetzt musst du noch den Sattel raufsetzen. Wir machen jetzt nämlich einen kleinen Ausritt hier auf unserer Insel. Die ist zwar noch nicht so sehenswert, aber man kann hier voll weit reiten. Das war cool und springen. Oh, Creeper! Creeper da links. Man kann ja, glaube ich, kämpfen, ne? Oh, scheiße, nee, geht nicht. Ey, ich konnte das gar nicht. Ich konnte ihn nicht treffen. Und runter von Geht der schon. Insel. Yeah. Kick it weg. Ja, das sieht So, voll geil jetzt sind aus. vereinzelt nur ein paar Fackeln, da ich einfach Ist nicht schlimm. davor war, alles auszuleuchten. Guck Da mal. kommen eh noch einiges an Gebäude und so weiter hin. Du hast Brown Beauty, ja? Brown Beauty und ich habe Schimmelpimmel. Ich hab einen Highflyer. Ich habe Schimmelpimmel und du hast Brown Beauty. Fury, komm jetzt hier. Wo lang? Ja, wie gesagt, wir haben eine Riesenfläche. Der Andi hat das ganz alleine erweitert. Also fast ganz alleine. Achso, warte mal, einen Timer starten hier. Huch. Bevor wir hier wieder 3 Stunden spielen, weil wir so aufgeregt sind. Genau. Ja. Egal. Was machen wir denn in dieser Folge? Kannst du ja schon ein bisschen erzählen beim Ausritt. Ja. Wir reiten erstmal zurück. Wo bist denn du? Okay, ich komme. Und dann machen wir Ich komme nicht mehr rein. am Lager weiter. Muss bis zum Gelben musst du. Ah, jetzt. Nein. Zach. Du hast es bei den Schafen geparkt. Oh! Obwohl ich rechts reingesprungen bin. Oh, nicht schlecht. Jetzt komme ich hier aber Ja, nicht raus. gar nichts. Scheiße, warte mal. Da musst du zu den Kühen. So, jetzt bin ich glaube ich richtig. Wo ist denn hier die Tür? Platz da mit Fettarsch. Der Kuharsch in meiner Fresse hier. So, erzähl mal, was machen wir jetzt? Ich habe vor, die Treppe zu bauen. Was willst du bauen? Stimmt, ich mache das Dach, also die Decke. Schon mal zum Teil, da wo die Treppe nicht ist. Jetzt überlege ich aber das Muster. Ich mache das ja immer ein bisschen speziell. Mit Half-Steps und so, weißt du, und Blöcken. Mache ich die Decke ja immer so, dass es so eine Kontur hat, weißt du, so ein Relief. So, wir sprechen mal wieder ein bisschen, ne, in gehobener Sprache. Aber ich weiß noch nicht, in welche Farben ich das mache, weil wir haben keine Wolle. Also muss ich das mit Holz machen. Dann nehme ich dafür Schwarzeiche. Schwarzeiche. Schwarz. Schwarze Eiche. Genau. Haben wir noch Glowstone für die Lampen? Wo haben wir denn Glowstone überhaupt? Glowstone, Ach, hier, hab schon. Danke. ja, Danke für den hast Tipp. du? Ja, Gut. danke. Bitte. Ich hab hier schon wieder Scheiße im Inventar. Ich müsste mal aufräumen. Ich mach nächstes Mal offscreen. Warte mal, hier irgendwo war doch ganz viel Eis. Wir hatten noch so viel Eis. Aber Hatten wir das? egal. Hier irgendwo in irgendeiner Kiste war ganz viel Eis. Und da wollte ich meins jetzt zuschmeißen. Ach egal, das mache ich offscreen. So, wie viel Wurzeln sind jetzt da? Oh, bei 1100 gibt es wieder einen Key, aber ich weiß gar nicht, was für einen. Ich bin gechallenged, hab gewartet gehabt und habe einen Key bekommen. Du Mystery Glückspilz! Key. Ich hab da zur Zeit, bin ich zu selten da. Ich habe den tausendsten Vote, glaube ich, ausgelöst. Ah, okay. Du Auslöserferkel. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5. Ich überlege gerade, ob oben, wie machen wir denn das? Warte mal kurz, machen wir die Decke hier hin schon? Und da den Fußboden von der nächsten Etage, ja, ne? Weil ich bin, glaube ich, zu hoch. Das ist zu hoch, das mache ich so. Das dauert jetzt eh eine Weile, weil ich das mit dem Ziehen immer so doof finde. Seht ihr, das hasse ich wie die Pest, wenn es so ist.
Ich bin die Bauqueen. Ich bin Tine Schittler vom Bauteam von Schöner Nichtwohnen. Tine Krittler. Tine Krittler. Oder Biene. Kritische Schläge. Ne, oder Biene Tittler. Ich weiß nicht, hast du den passenden Vorbau dafür? Es geht eigentlich. Also ich kann mich nicht beschweren. Aber natürlich habe ich nicht so viel wie die Tine Schittler. Also Biene Tittler, die hat mehr. Oh, hier ist ein Problem. Da brauche ich einen Slap. Das mache ich nachher. Achso, ich wollte ja bloß bis hier. Genau. Warte mal, dann mache ich hier hinten weiter. Haben wir hier eine Workbench irgendwo? Wir haben nie irgendwo eine Workbench, oder? Ich mache jetzt mal eine Workbench. So. Ja, mach mal. So, ich spiele nebenbei immer noch andere Packs. Demnächst kommt bei mir übrigens Sky Factory 2.5 und ich weiß gar nicht, was die zweite Serie ist. Ich habe vorhin noch nicht geguckt, was gewählt wurde, weil der Andi wählt ja immer das, was er nicht wählen sollte. Weil das stand weil so was ja. Was ich wählen? Ich würde ja gerne Resonant Rise machen, aber das wurde nicht gewählt. Das hast du, glaube ich, gewählt, ne? Weil das ist echt cooles Modpack, muss man sagen. Mhm. Und dann habe ich jetzt noch eins entdeckt. Oh, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Das ist auch ganz lustig. Das muss ich nochmal gucken. Stattdessen kommt, glaube ich, wie heißt es? Infinity Evolved kommt, glaube ich. Das Gute ist, ich habe ja noch keine Modpacks bei mir auf dem Channel gehabt, außer jetzt mit Andi, das Life in the Woods ähnlich ist. Das, Lost Paradise. Da kommt bald auch die zweite Folge. Ich denke mal, vielleicht ist die sogar schon draußen, wenn das Video hier erscheint, fällt mir gerade ein. Mal gucken. Vielleicht. Ich glaube mit Sicherheit schon mal. Denke ich mal auch. Das ist echt spannend. Und da haben wir letztes Mal privat, also gestreamt. Ich jetzt nicht, weil ich kann leider nicht streamen, aber ich habe das privat gezockt. Das war echt lustig. Schlechte Leitung. Ja, leider. Ich würde gerne streamen. Also es macht bestimmt echt Spaß, wenn man streamt. Aber naja, gibt Schlimmeres. Dafür habe ich ja mehr Videos. Dafür mehr Zeit für Videos, sagen wir mal so. Ihr habt dafür weniger Zeit für Videos durch das Streamen. Genau. Beziehungsweise Arbeit. Genau, und Arbeit und Schlafen, ne? Leben. Leben. Was noch? Gibt's Leben? Was hast denn du mit dem Fleisch gemacht, du Schöner? Was, das war deins, das du gehäckselt hast? Gib mir mal bitte ein Stückchen ab. Was machst du denn da, ein Busch? Aus Holz. Danke. Du sollst ja, hast du selber auch noch Fleisch? Ja. Achso, ich hab ja wohl Hälfte gegeben. Ofenkartoffeln habe ich ja auch. Was, Boy mit Badehose? Ey, die Namen sind immer so geil, ey. Ich hole jetzt Holz. Manche Leute haben echt geile Namen. Obwohl, Death Pro 19, mit 19 wahrscheinlich den Account erstellt, ist auch nicht schlecht. Nein, den habe ich eigentlich mit... Mit 14. 16? Achso, echt? Ja? Okay, Minecraft gibt es seit wie viel Jahren? Nee, so lange gibt es ja Minecraft noch nicht. 2009. Ah, doch schon so lange? Das, 7 Jahre schon? Ja. Krass. Aber da warst du 17, Lügner. Ich hab dein Alter verraten. Mal sehen, ob ihr könnt ja gerne mal in den Comments dein Alter schreiben, wenn das rausfindet. Ja, und? Den alten Knacker hier. Ich bin ja erst 21 plus, ne? Also ich, ne? Ja. Du warst, letzte Woche warst du erst 9. Nein, 5. Aber pst. Ich alter kurzzeitig und dann... Warte mal, jetzt muss ich ja auch... Die Rückalterung. Warte mal, jetzt muss ich mit der Decke ja aufpassen. Hier kommt die... Warte mal, komm mal her. Hilf mir mal bitte. Wie war das jetzt machen? Ich muss mich vegan ernähren. Veganer Lifestyle, Weil der Fußboden darf jetzt nicht... Nee, der muss hier schon wieder weg, siehst du? Ich glaube, bis hier kann er. Der Fußboden, genau. Und die lassen wir offen, oder? Mhm. Und jetzt machst du so eine Mauer, damit keiner runterfällt, stimmt's? Was? Und was ist das für eine Ecke hier? Komm mal hier. Ab, ich soll dich ja noch bestrafen. Züchtigen, ab in die Ecke. Jetzt noch Popoklatscher mit Gammelfleisch. Genau, zieh dich nackig. Nein, nicht nackig. Hemd noch ausziehen, Hemd noch aus. Oh, geil. Geht das Hemd überhaupt aus? Nein, das ist schon das Unterhemd. Und ein Gürtel hast du. Du kannst dich nicht... Oh, geil. Oh, ja, fest. Oh. Okay, warte. Man hört meine Maus, glaube ich, so laut. Es ist schon... Jetzt ist nicht mehr geil. Nee, finde ich auch. Komm, wir gehen. Jetzt bist du zu ambitioniert gewesen. Ja, das hat mir gefallen, deswegen... Keine macht den Schlägen, ne? Übrigens, hier fehlt noch eine Treppe. Hier muss noch eine Stufe hin. Muss noch eine? Ja, weil hier noch der Fußboden raufkommt. Das ist die Decke von unten und hier kommt noch der Fußboden rauf. Mhm. Ja, und? Schließt doch gut ab. Echt, ja? Okay, dann machen wir es so. Ich überlege mir mal in Gedanken, wie ich das Muster von dem Boden baue.
Ja, gute Frage. Nächste. Ey, meine Taschen sind schon wieder voll. Ich habe die doch erst leer gemacht. Übrigens hatte mir der Cave eigentlich Fly versprochen, schon vor einer Folge oder vor zwei Folgen. Mal sehen, ob er das nächste Mal dran hält. Ich würde so gerne mal Fly, obwohl eigentlich ist es ja egal. Ob, da baue ich auch nicht besser. Ich will ein bisschen Andi damit ärgern, deswegen, Cave, ne, wenn du das hörst. Ich will nur den Andi mobben. Der hat's verdient. Oh. Hat's verdient. Bisschen Mobbing muss sein, ne, am Arbeitsplatz. Jetzt weint der Kleine jetzt wieder. Jetzt wurde ich schon von Smokey gemobbt. Ja, Frauenpower. Ich hasse das. Nur weil ich ein bisschen... Anders. ...mich beschwert habe. Echt mal über die teure Ware, die sie anbietet, ja? Wie ja, kannst und dann du auch nur? Mangelhaftig, ne? Also, bitte, und dann sagen ihr Servergöttin, ne? Und ja, das ist ja auch. Göttin steht über König, ne? Ja, mag schon sein, aber Kunde ist König, ne? Nein, das stimmt gar nicht mehr. Ich habe das gelernt, dass Kunde Gast ist. Das war früher so, ja. Aber dann haben die sich Schweine benommen. Kunde ist trotzdem noch König, wenn er ein Anliegen hat. Ja, wenn er ein Anliegen hat, ist aber nur Gast und wünscht sich was. Ich hatte ein Anliegen. Aber du warst ja dreist. Du hast gesagt, dass... Ah, die Scheiße. Ja, der Koppel war Mangelware. Ich musste 3 Stacks zurückgeben. Die waren schlechte Ware. Tut mir leid. Wir sind doch hier nicht in Polen, Mann. Obwohl, da kannst du nichts zurückgeben. Da sind sie dann plötzlich verschwunden. Wenn du Meine wurden sie wahrhaftig verschwunden aufgefunden. Oh Mann. Ist das nicht schön, die Decke? Wir brauchen Licht. Achso, ich habe die Lampen jetzt noch gar nicht bedacht. Die kommen in der Mitte so irgendwie. Help, need somebody, help. Was machst du da überhaupt? Ich ziehe das jetzt, weil sonst kriege ich hier eine Macke. Also nicht wundern, ich klicke immer einzeln, weil ich Schiss habe, dass es denn so kacke aussieht und ich das nacharbeiten muss. Aber jetzt habe ich die Schnauze voll hier. Seht ihr, das meine ich. Das ist voll kacke. Ich bin noch nicht so geübt mit dem Ziehen und Bauen. Also manche können es ja voll schnell. Ich habe letztes Mal von dem Tom und, von wem? Doch, war das von dem Tom? Nee, von irgendjemand anders, der hier auf dem Server, Roger LP, glaube ich, habe ich ein Video geguckt. Wie der baut, ey, voll schnell, weißt du, zack, 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 zack. Der läuft am Rand lang von Abhang, ja, wo ich wahrscheinlich schon 30.000 Mal runtergefallen wäre. Ja, und springt da rum, weißt du, wie so eine Gazelle. Tja, ich kann das nicht. Dierliche Gazelle. Echt mal. Ich dachte schon, der fällt da runter, aber nein, ey, der ist da rumgehüpft und hat dabei noch gequatscht, ne, sein Let's Play abgezogen. Und ich habe immer Angst, ich fall runter. Ich habe Höhenangst. Auch in Minecraft. Oh, du armes Ding. Scheiße, links kann ich das nicht, Mist. Ja, jetzt nehme ich auch noch eine Spitzhacke zum Holz abbauen, ne? Ist ja fast wie in alten Zeiten. Damals, vor einem Jahr. Die kleine Sandy wusste noch nicht, wie man Holz abbaut. Das hat sie das erste Mal im Leben gemacht. Holz abgebaut. Und wo treibt sich der an? Was machst du? Ach, du machst den Fußboden. Ja. Na gut, dass wir genug Holz gefarmt haben, war das echt cool. Ich bin die Holztante und du bist der Cobble-King, obwohl das ja diesmal auch geshoppt. Übrigens, irgendjemand spendet mir noch Kohle. Ganz lieben Dank an denjenigen. Ich weiß gar nicht, wer das ist, weil ich sehe das ja nicht, weil ich meistens offline bin. Das ist echt cool. Ich werde immer reicher und krieg gar nichts eigentlich. Also wir verdienen ja gar nichts. Wir haben noch gar keinen Shop. Liebe nur Nadine. Die Namen. Ja gut. Damit mitteilungsbedürftig. Ich glaube auch. Und ein bisschen mehr Holz. Irgendwie sieht unser Gebäude echt merkwürdig aus, aber ist mal was anderes, ne? Ja. Ich muss gucken, dass ich deine Treppe, den Absatz nicht so niedrig mache. Hier den. Ich finde das schon bald zu nah. Oh, bei mir hat es gerade geleckt. Geleckt? Jo. So, obwohl jetzt ist das Loch wieder offen, ist auch scheiße. Muss ich doch wieder dicht machen. Ne? Oder mal. Du darfst durch bis. Doch bis hier, ja? Ja, du darfst bis das hier. Das sieht zu eng aus. Warte mal, jetzt liegt mein Slab da. Hast du den jetzt eingesammelt? Ja, ne? Nein, den hast du eingesammelt. Nee, ich hab die Taschen voll. Du Lügner! Das Knochen weg, haben wir hier noch. Rohes Fleisch haben wir hier noch. Nee, haben wir nicht, aber ist egal. Der Andi, der ist bestimmt schon längst fertig, wo noch gar nicht die Fläche fertig ist hier. Ach scheiße, das hat hier drüben keine Mitte für die Lampen. Das müssen wir anders machen. Sehen wir denn. Kacke.
Oh, ich habe eine Idee, wie wir das machen. Hast du eine? Naja, manchmal, obwohl ich so richtig nicht. Kannst du Ideen haben? Nein. Ich würde gerne lieber Lampen, aber dann machen wir es so halt. Schön beleuchten, damit schön hell ist, ne? Damit man den Andi besser sieht. Scherz, der Andi ist schon cool, eine coole Sau, würde man bei uns sagen. Ich bin mich verletzt. Oh Gott, wir weinen wieder. Nicht weinen. Ich kann Männer nicht weinen hören. Wow. Okay, auf einmal funktionierte, ne? Ich habe keine Slaps mehr. Wo ist denn jetzt die Bürde Workbench? Ach da. Hab ich die da, hast du die da hingestellt? Die hatte ich doch woanders hingestellt. Ja, die hast du hingepflanzt. Okay. Ups. Die war ich nicht. Alter, ich hab echt die Taschen schon wieder voll, ne? Du stopfst mir doch 100 pro von da oben an irgendwo in eine Taschen, also einfach so. Klar, immer ich. So. Es ist so dunkel hier unten. Von oben lässt sich besser bauen als von unten. Ah. Super, jetzt hat mich das Schleimding hier abgebremst. So. Hier muss ich noch gucken, wie ich das mache. Oh, shit. Er hat shit gesagt. Da. Shit gemeint. Ach, scheiße, ich brauche einen Slab. Da unten hinten ist eine Lücke frei. So, Kacker in der Hose. Du hast Kacker in der Hose? Warte mal, ich stopp mal meinen Müll hier irgendwo rein. Übrigens habe ich das Name-Tag in meiner Tasche, ne? Also, nur so zur Info, falls du es wissen wolltest. Auf in den Nähter! Du musst schon wieder Nähter, oder was? Ja, damit du das verlierst. Achso, nein! Bloß nicht! Du musst ja Nähter sterben. Stimmt, da verliert man ja alles. Nee, sei live. Nee, glaub dir das Inventar nicht, ne, oder? Doch. Auch, ja? Ach du Scheiße, das ist ja mies. Ach kacke, das geht nicht. Slap an Slap, also verschiedene Slaps an Slap. Schade, das müssen wir offen lassen. Kacke. Egal, dann haben wir halt da eine Ecke. Eine komische halt. Sieht sehr interessant von hier unten aus. Jetzt muss ich gucken, wie ich hier drum baue, um diese Dinge. Jetzt muss ich umdenken. Warte mal, bis hier kann ich ja, ne? Ich glaube, hier kann ich noch hin. Nee, doch nicht. Das ist so, so geht. Okay, cool. Das sieht geil aus. Habe ich gut gemacht, ne? Kappa. Die Kacke ist jetzt, hier sind die Lampen wieder anders. Nein. Da, Lampe. Ich hänge schon wieder irgendwo fest hier. Ja, so ganz wie ich das... Oh, das war... Oh, scheiße. Hast du eine Behutsamkeitsspitzhacke dabei? Nö, aber in meiner Kiste. Ah, ich habe aber eine. Ich habe sogar zwei dabei. Jetzt kein Wunder, dass meine Taschen voll sind. Ich habe mich verzählt. Also ich kann nicht bis zwei zählen. Das ist total schwierig und so. Ja, das ist es. So. Ich glaube, das ist schon zu tief, oder? Nee, doch nicht. Es geht noch. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Gefällt mir. Gefällt mir. Mir läuft die Nase. Mein Schnotter läuft gerade. Warte mal, Nase putzen. Übrigens ist die Folge schon wieder zu Ende, Leute. Schon? Ja, ich habe die Decke fertig. Oh, MG, wir sind fix. Ne? Flinke Finger. Ja, wenn ihr, ne, mehr sehen wollt, beziehungsweise wenn ihr uns Tipps geben wollt, was wir noch bauen können. Wir sind ja zwar jetzt erstmal beim Shop beschäftigt eine Weile, aber wir machen ja noch ein paar Folgen, denke ich mal. Boah. Ne? Dann könnt ihr gerne in die Comments mal reinschreiben, wenn wir euren Shop zeigen sollen. Auch gerne den Warp unten rein, also den Namen, euer Ingame-Namen reicht ja aus. Gott sei Dank, da braucht man ja, ne, nicht irgendwas Abstraktes sich mehr merken. Und schaut unbedingt beim Andi wieder vorbei. Ja, hast du noch was zu sagen hinterher? Nein, nicht so ohne meinen Anwalt. Du hast gar keinen. Doch, Cave Clown. Das ist mein neuer Anwalt. Dann ist Smokey meiner.
Wer gewinnt wohl? Ich hab verloren. Ja, dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.